Der Zweite Weltkrieg. Am brennenden Himmel fanden spektakuläre Duelle statt. Es ging um die Beherrschung des Luftraums. Aber ein ganz anderer Krieg, ein unsichtbarer Krieg, fand hinter verschlossenen Türen statt. Wissenschaftler und Techniker befanden sich im Wettlauf mit der Zeit, um neue Techniken zu entwickeln, die zum Sieg verhelfen sollten. Es waren erst 30 Jahre seit der Entwicklung des Flugzeuges vergangen. Und der Jagdbomber hatte sich schon zu einer der tödlichsten Waffen in der Kriegsgeschichte entwickelt und sollte noch tödlicher werden. Noch unter dem Schock von Pearl Harbor stehend, merkten die Amerikaner jedoch sehr schnell, dass ihre im Pazifik eingesetzten Jagdflugzeuge den leichten und schnellen Zeros der Japaner gegenüber wenig Chancen hatten. Deshalb gingen sie zu einer neuen Strategie über. Den Einsatz von Flugzeugträgern auszustarten, denn damit gewann man mehr Beweglichkeit, was für die einzelnen Operationen sehr wichtig war. Navy-Pilot Butch Voris erflog eine Wildcat vom Flugzeugträger USS Enterprise. Die Wildcat war ein kleiner Mitteldecker und sah aus wie ein großes Fass. Sie war im Trägereinsatz sehr belastbar und im Kampf vielseitig einsetzbar. Die Wildcat bestand fast nur aus Eisen und wurde deshalb auch Maschine aus Eisen genannt. Das war der Grund, warum sich der Hersteller Grumman dann Eisenwerke Grumman nannte. Die Wildcats erzielten zwar auch einige Abschüsse, waren aber kein gleichwertiger Gegner für die leichten und wendigeren Zeros. Die Zero war sehr leicht zu handhaben. Sie hatte aufgrund ihrer schwachen Motorleistung eine sehr schlechte Beschleunigung, war aber trotzdem äußerst manövrierfähig. Sie war mit 20 mm Kanonen ausgestattet, was von Vorteil war. Aber sie hatte keine Verteidigungswaffen und wenn sie getroffen wurde, fing sie sehr leicht Feuer. Doch trotz aller Beschränkungen war die Wildcat ein schwer bewaffnetes Flugzeug. Ein leichteres Flugzeug, jeder Pilot weiß das, ist besser zu manövrieren als ein schwereres. Sie bekämpften uns mit Schnelligkeit und Wendigkeit und wir sie mit Waffen und Feuerkraft. Wenn man mit geringer Geschwindigkeit oder im langsamen Steigflug auf Zeros traf, schwirrten sie fast so wie wild gewordene Hummeln um einen herum. Captain Ken Walsh war so vom Anblick einer Zero fasziniert, dass er während eines Einsatzes fast vergaß, dass es sich dabei um einen Feind handelte. Einmal erlebte ich bei einem Einsatz, wie eine Zero von rechts auf mich zukam. Und für einen Augenblick konnte ich nicht anders. Ich musste sie mir aus der Nähe ansehen. Sie glänzte golden, war geputzt und auch frisch gewachst. Doch dann besann ich mich wieder und feuerte, traf und sie ging in Flammen auf und stürzte ab. Bei einem Angriff auf Dutch Harbor in Alaska blieb eine Zero nach einem Absturz fast unversehrt. In Dutch Harbor gelang es den Amerikanern, eine Zero zu bekommen. Sie studierten die Zero gründlich und mussten dabei feststellen, dass ihre Bewaffnung sehr dürftig war. Die Amerikaner beschossen uns meistens von vorn. Wir flogen hinter sie, aber dann tauchten sie vor uns weg, gingen auf Distanz, um kurz danach wieder anzugreifen. Wir modifizierten die Zero, hatten aber keine wirkliche Verteidigungsmöglichkeit gegen die amerikanischen Jäger. Zuschlagen und abhauen war die amerikanische Strategie, um sich bloß nicht in einen Luftkampf mit der flinken Zero einzulassen. Sommer 1942. Ein neues amerikanisches Jagdflugzeug, die zweimotorige Lockheed P-38 mit Turbolader, war das erste Jagdflugzeug, das 640 km pro Stunde im Geradeausflug erreichte. Ich war sehr überrascht von der P-38. Sie war sehr schnell. Wenn sie angriff, hatte man keine Chance zu entkommen. Sie blieb an einem dran. Einfach unglaublich schnell. Die P-38 war baugleich mit der Ward F-4U Corsair, die von den Amerikanern Hosenose, Schlauchnase, genannt wurde. Die Japaner nannten sie aber Whistling Death, pfeifender Tod. Mit diesem Flugzeug waren wir endlich in der Lage, die 640-Stunden-Kilometer-Grenze zu durchbrechen. Anfang Februar 1943 wurden wir für die Offensive auseinandergezogen. Und das Blatt begann sich zu wenden. Und noch ein Jäger ergänzte das US-Arsenal, die F-6F Hellcat. Sie war stark, schnell und hatte eine große Reichweite. Ein ernstzunehmender Gegner im Luftkampf für die agile Zero. Die F-6F Hellcats gab es seit 1943 und ich merkte bald, dass sie besser waren als unsere Zeros.
Die alten F4 flüchteten sofort, wenn wir mit unseren Zeros angriffen. Aber die Hellcats griffen auch noch an, wenn sie sich im Nachteil befanden. Die F6F Hellcat war eine gewaltige Kampfmaschine. Sie war mit Kaliber 6,5 ausgerüstet und für 75% aller Abschüsse im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich. Sie war die Hauptstütze unserer Luftwaffe. In amerikanischen Fabriken wurden Unmengen von Flugzeugen gebaut. Die Piloten warteten ungeduldig darauf, sie im Luftkampf einzusetzen. Japans Möglichkeiten jedoch wurden durch die ständigen Bombardements eingeschränkt. Material- und Treibstoffmangel machten es zusätzlich schwer, die belagerten Inseln zu unterstützen. Durch den Mangel an Flugzeugen unterlag Japan dem Gegner immer mehr. Dadurch starben während der Kämpfe im Südpazifik viele gute Piloten. Die Fliegerasse der Japaner flogen Angriff um Angriff und waren somit auch die ersten, die starben. Junge, unerfahrene Piloten wurden in die Schlacht geschickt. Sie waren jedoch keine ernsthaften Gegner für die kampferprobten Amerikaner. Verzweifelte japanische Piloten meldeten sich frustriert für das nächste Selbstmordkommando. Dadurch wurde ein alter japanischer Brauch wiedergeboren, der Kamikaze oder der göttliche Wind. Er war für viele Kämpfer die einzige Möglichkeit, ein bisschen Ruhm in den Tod mitzunehmen. Der Krieg im Pazifik ging weiter. Doch für Japan war es ein Kampf ohne Hoffnung. Die USA gewannen den Krieg der Technik, da ihre Produktion den japanischen Widerstand wegschwemmte. Der Kampf um die Luftüberlegenheit in Europa begann 1940 über England. Die Me 109, ein kraftvolles Flugzeug, das sich schon bei Einsätzen über Spanien, Polen und Frankreich bewährt hatte, wurde durch deutsche Technik perfektioniert. Friedrich Obleser von der Luftwaffe hatte 147 Abschüsse mit seiner Me 109. Für mich als Pilot war die Me 109 das Flugzeug. Ich flog verschiedene Modelle. Sie war das beste Flugzeug ihrer Art und wurde deshalb von uns sehr häufig eingesetzt. Die britische Royal Air Force knüpfte ihre Hoffnungen in einen Jäger, der trotz aller bürokratischen Hürden gebaut wurde, die Vickers Supermarine Spitfire. Ihre Entwicklung basierte auf der eines Wasserflugzeuges. Jeder wollte die Spitfire damals fliegen. Sie war um einiges schneller als die Me 109 und hatte eine wunderschöne, klassische Form. Sie sah einfach überwältigend aus. Eine andere große Stütze der Royal Air Force war die Hurricane. Sie war zäh und zuverlässig. Doch es war die Spitfire, die den Engländern Kopfzerbrechen bereitete, obwohl sie mit ihrer Leistung der Me 109 ebenbürtig war. Der Rolls-Royce-Motor der Spitfire besaß nämlich keine Einspritzung, wie der Daimler-Benz der Me 109. Dieser kleine technische Unterschied verschaffte den Deutschen einen Vorteil in den Luftkämpfen, bei denen die Schwerkräfte, als G-Kräfte bekannt, die Benzinzufuhr bei Vergasermotoren unterbrechen konnten. Für die Royal Air Force-Piloten bedeutete dieser kleine Unterschied Leben oder Tod. Wenn man eine Me 109 flog, war das beste Manöver, um zu entkommen, einfach den Steuerknüppel nach vorne schieben. Wir mussten umdrehen. Wir konnten die negativen Gs mit unseren Rolls-Royce-Motoren nicht fliegen. Die Lösung war eine Scheibe über dem Merlin-Vergaser, um den Benzinfluss konstant zu halten. Amerika versorgte die Royal Air Force mit 100 Oktan-Flugbenzin. Die Deutschen mussten aufgrund der schlechten Versorgung zum Teil synthetischen Treibstoff verwenden, was wiederum die Motorleistung einschränkte. Sie versuchten deshalb, das Gleichgewicht wiederherzustellen, und das gelang mit der Focke Wulf 190, die einen 1700 PS starken Motor hatte und damit der Spitfire überlegen war. Als ich das erste Mal mit einer Focke Wulf in Berührung kam, da war ich froh, wieder heil zurückzukommen. Harry Broadhurst berichtete natürlich von seiner Begegnung mit dem neuen feindlichen Jäger. Aber niemand glaubte ihm die Geschichte, dass ein deutsches Jagdflugzeug mehr Leistung als die Spitfire haben sollte. Einer der deutschen Piloten musste in England landen. So kamen wir an eine komplette Focke Wulf und konnten sie testen. England nahm die Herausforderung mit der Focke Wulf an.
Rolls-Royce erstellte einen Turboladermotor, der den Merlin mit der deutschen Technologie gleichsetzte. Die Einsatzhöhe der Spitfire stieg dadurch von 5.000 auf 10.000 Meter. Als Amerika in den Luftkrieg über Europa eintrat, flogen die Piloten die P-38, die sich schon im Pazifik und in Nordafrika bewährt hatte. Sie hatte zwar eine geringere Reichweite, aber ihre Leistung und die Feuerkraft konnten es mit der Luftwaffe aufnehmen. Anfang 1943 kam dann die P-47 Thunderbolt, die von ihren Piloten Jack Krug genannt wurde. Sie hatte eine verbesserte Reichweite, war kraftvoll und gut bewaffnet. Mit diesem Jäger konnten sie die Grenzen des Deutschen Reiches erreichen. Aus der Notwendigkeit heraus wurde die Technologie entwickelt. Die Thunderbolts hatten zwar eine begrenzte Reichweite, bewiesen aber ihren Wert. Es musste schnellstens ein Langstreckenjäger gefunden werden, denn zu viele alliierte Bomber wurden über Deutschland abgeschossen. Amerikanische Konstrukteure verwendeten den englischen Merlin-Motor und fertigten damit die P-51 Mustang mit verbesserter Flugweite. Im März 1944 tauchten die ersten Mustangs über Berlin auf. Damit hatten die alliierten Bomber endlich den Schutz, den sie so dringend benötigten. Die Mustang war uns in Leistung, Bewaffnung und Ausrüstung überlegen. Außerdem war sie mit einer besseren Zieleinrichtung ausgestattet. Ihr Visier folgte automatisch jeder unserer Bewegungen. Die Piloten flogen die Mustangs einfach durch unsere Formation und konnten sie dann doch aufgrund ihrer Triebwerksleistung problemlos in niedriger Höhe abfangen. Wir mussten uns wirklich vor den Mustangs in Acht nehmen, denn sie hatten die besten Möglichkeiten gegen uns. Ich erinnere mich noch an einen der besten amerikanischen Piloten. Er allein erzielte mit seiner Mustang 20 Abschüsse. Die Mustang schaffte es, mit einer Kombination aus Feuerkraft, Geschwindigkeit und Reichweite den Alliierten die Übermacht am Himmel über Europa zu sichern. Sie erreichten allein mit der Mustang ca. 5.000 Abschüsse. Dank neuer Technologie und vermehrter Produktion gelang den Alliierten der Durchbruch und sie wurden immer mächtiger. Die Luftwaffe musste lernen, dass Mut und Geschicklichkeit allein nicht mehr ausreichten, um einer so massiven alliierten Übermacht zu widerstehen. Doch Deutschland unternahm einen erneuten Anlauf, um die Luftschlacht über Deutschland zu seinen Gunsten zu entscheiden. Es kam ein neuer Jäger, die Me-262, der erste Kampfjet. Tausende von Mustangs und alliierten Bombern ließen einen Hagel der Zerstörung über Deutschland niedergehen. Die Luftwaffe erhielt den Befehl, ihre Jäger zur Verteidigung des Vaterlandes zusammenzuziehen, aber die Angriffe konnten nicht gestoppt werden. Wir, die Piloten, hatten schon Depressionen. Wir dachten nur an eines: Wann bekommen wir endlich ein besseres Jagdflugzeug, um dann die Bomber stoppen zu können? Wir begriffen bald, dass der einzige Weg, die absolute Übermacht, die die Alliierten nun einmal besaßen, zu brechen, darin bestand, eine technische Überlegenheit zu erlangen. Die Deutschen wandten sich einer neuen Technologie zu, dem Düsenjagdflugzeug. Das geheime Projekt von Professor Willi Messerschmidt, die Me-262, war ein zweistrahliges Düsenjagdflugzeug. Es sollte mit seiner Leistung jedes andere Flugzeug am Himmel in den Schatten stellen. Paradox war, dass diese geniale Entwicklung schon seit 4 Jahren auf dem Papier existierte. Im Mai 1943 konnte ich den neuen Düsenjäger, einen Prototyp, fliegen. Es war ein großartiges Erlebnis, etwas völlig Neues. Das war der Beginn einer neuen Generation von Flugzeugen und neuer Technologie. Die Me-262 war zu jener Zeit das schnellste Flugzeug und wurde natürlich Adolf Hitler vorgestellt. Deutschland würde ein unschlagbares Jagdflugzeug haben. Doch dann erließ Hitler einen unsinnigen Befehl. Vor der Invasion 1944 war ich dabei, wie Hitler die Messerschmitt gezeigt wurde. Es war sehr beeindruckend. Sie konnte ca. 900 Stundenkilometer fliegen. Hitler fragte Messerschmitt, ob dieses Flugzeug auch Bomben tragen könne, worauf Messerschmitt antwortete: Ja, mein Führer, eine 500-Pfund-Bombe. Gut, sagte Hitler, dann ist das der Blitzbomber, mit dem ich die Invasion zurückschlagen werde.
Und daraufhin begann ein regelrechter Kampf um dieses Flugzeug. Denn es war ja schließlich ein enormer Bedarf vorhanden, es doch als Jäger zu benutzen und auch einzusetzen und nicht als Bomber, für das es auch gar nicht konstruiert war. Hitlers Entscheidung, die Me-262 als Jagdbombe einzusetzen, beraubte die Maschine ihrer überlegenen Fähigkeiten. Erst in den letzten Kriegsmonaten gelang es General Galland, sich bei Hitler durchzusetzen, sodass die 262 doch noch als Jäger eingesetzt wurde. Die darauf schnell folgende Aufstellung einer Eliteeinheit kam jedoch viel zu spät. Galland kam zu mir und fragte, möchtest du ein Düsenjägergeschwader zusammenstellen, was ich natürlich bejahte. Es musste aber schon am nächsten Morgen sein. Ich fuhr nach Brandenburg und stellte ein Geschwader zusammen. Wir bekamen die Flugzeuge aus Bayern, montierten sie und flogen. Es war Fliegen in einer neuen Dimension. Einfach einzigartig. Walter Kropinski war einer der ersten, der von Steinhoff ausgewählt wurde, den Jet im Kampfeinsatz zu erproben. Oberst Steinhoff stand auf der Tragfläche und sagte zu mir, sie fliegt wie jeder andere Vogel auch. Aber es dauert eine Ewigkeit, bis sie an Geschwindigkeit verliert. Du brauchst lange, bis du so viel Geschwindigkeit abbaust, um landen zu können. Das war alles, was ich an Instruktion bekam. Ich rollte zur Startbahn und hob ab. Das war ein Gefühl, als würden die Götter dich himmelwärts stoßen. Deutschlands erstes Düsenjägergeschwader war geboren. Die alliierten Piloten waren naturgemäß geschockt. Es war der erste Jet, den ich zu sehen bekam. Er stieg ab und flog dann direkt mitten durch unsere Formation. Ich flog rechts von ihnen und wollte schießen, aber ich war zu schnell. Also flog ich direkt durch ihre Formation, ohne zu schießen. Ja. Ich sah die Maschine vorbeischießen. Sie flog geradewegs durch unsere Formation. Aber sie schoss nicht. Doch wir konnten sie nicht angreifen, denn sie war da und gleich wieder verschwunden. Die hohe Annäherungsgeschwindigkeit war zwar von Vorteil, aber es gab auch einen Nachteil. Wenn man so schnell an einer Formation war, hatte man auch nur wenige Sekunden Zeit zu feuern. Das Flugzeug war gut bewaffnet mit 12 Raketen an jeder Tragfläche. Wir mussten nur noch nah genug an die Bombe heranfliegen. Etwa auf 1000 Meter. Und dann konnte man sicher sein, wenn man feuerte, dass die 24 Raketen auf die gesamte Länge des Bombers treffen würden und ihn zerstören. Trotz allem forderten die alliierten Bomber ihren Tribut. Durch zeitweisen Treibstoffmangel mussten viele Flugzeuge am Boden bleiben. Und es waren immer nur etwa 20 bis 30 der 1400 Jets einsatzbereit. Die alliierten Jagdpiloten mussten die Nester der neuen Gefahr ausräuchern. Wenn die Jets und Raketenflugzeuge ankamen, hatten sie etwa eine Geschwindigkeit von ca. 900 Stundenkilometer. Wir waren uns klar darüber, dass wir sie nur am Boden kriegen konnten. Es dauerte nach dem Start nur Minuten, um die Kampfgeschwindigkeit zu erreichen. Die amerikanischen Jäger hielten über unseren Flugplätzen Ausschau, um einen günstigen Moment zu erwischen, wenn wir verwundbar waren. Denn nur dort konnten sie uns kriegen. Wir fanden einen Flugplatz. Einen Flugplatz mit zwei Jets und wir griffen an, um sie auszuschalten. Wir waren sehr beunruhigt, denn wir glaubten, dass sie diese Flugzeuge sehr schnell produzieren können. Und wir als Begleitschutzjäger hatten keine Möglichkeit, sie zu kriegen. Diese erstaunliche neue Technologie, die für die Alliierten eine ernsthafte Bedrohung darstellte, war ein klassischer Fall von zu wenig und zu spät. Doch selbst als der deutsche Widerstand endgültig zusammenbrach, kämpfte das Geschwader von Galland bis zum Ende. Es waren alles auserlesene Piloten, die bis zum letzten Tag kämpften. Wir zerstörten unsere eigenen Flugzeuge, die Messerschmitts 262, vor den anrückenden amerikanischen Panzern. Wir haben das nicht getan, um den Krieg zu gewinnen oder um bessere Friedensbedingungen und Verhandlungspositionen herauszuschlagen. Nein, wir kämpften, denn wir hatten eine überlegene Waffe. Wir standen zwar einer Übermacht gegenüber, aber wir konnten uns immer noch halten. Wir konnten vor den Deutschen nicht aufgeben. Solange wir diese überlegenen Flugzeuge hatten. Deshalb zerstörten wir sie.
Das Düsenzeitalter hatte begonnen. Man erreichte neue Horizonte. Und noch mehr warteten darauf, erobert zu werden. Das Ziel war es, immer höher, weiter und vor allem schneller zu fliegen. Der Preis war eine neue Herausforderung an die Grenzen menschlicher Anstrengungen. Januar 1943. Die Alliierten erfanden eine neue Art des Luftkriegs, das rund um die Uhr bombardieren, mit dem Ziel, die deutsche Kampffähigkeit zu schwächen. Nachts war es die Royal Air Force, die große Zerstörungen in deutschen Städten anrichtete, und tagsüber die US Air Force, die präzise Angriffe auf Industrie und Militär durchführte. Für die amerikanischen Bomberbesatzungen war diese Strategie voller Risiken. Die Bomber waren sehr verletzlich während der Tageseinsätze. Clayton Cross, Jagdflieger, 6 Abschüsse. Einer von hunderten unerfahrener Piloten, die mitgeschickt wurden, um die Bomber auf ihren gefährlichen Tagflügen zu begleiten. Die Bomber gaben ein gutes Ziel ab, tief im feindlichen Gebiet, denn sie mussten einen geraden Kurs und ihre genaue Flughöhe beibehalten. So konnten die feindlichen Jäger sie leicht orten und so schnell entscheiden, wo sie den Angriff durchführten. Die Bomberverluste waren dementsprechend hoch. Our job today is support of bombers. We're to take these bombers into the target and bring them home. Our primary mission is getting there and getting them back. Wir waren die kleinen Freunde und die Bomber waren die großen Freunde. Die alliierten Jagdpiloten stellten sich nun den Besten der deutschen Luftwaffe im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Das garantierte einen frühen Tod für hunderte junger, unerfahrener Flieger. Jerry Brown erzielte 5 Abschüsse. Doch wir verloren 3 oder 4 Piloten aus unserer Gruppe. Sie wurden von feindlichen 109ern abgeschossen. Das zeigte uns, wen wir als Gegner hatten. Denn es war nur ein halbes Dutzend von ihnen. Doch sie machten eine ganze Gruppe von Jägern fertig. Bud Mahurin kam nach England, um die wuchtige P-47, den Thunderbolt, zu fliegen. Die Piloten nannten das Flugzeug liebevoll die Nachtigall oder die 7 Tonnen Milchflasche. Als wir mit unserer P-47 das erste Mal auf einem Flugplatz der Royal Air Force landeten, kamen die englischen Piloten zu uns und sagten: Geht lieber wieder nach Hause mit eurem Lastwagen, ihr werdet nie überleben. Die gravierenden Schwächen der Jägereskorten machten sich vor allem bei Angriffen am Tag über Deutschland bemerkbar. Am 14. Oktober 1943, ein Tag, der dem 8. Bomberkommando als schwarzer Donnerstag in Erinnerung geblieben ist, flogen mehr als 300 schwere amerikanische Bomber in Richtung Kugellagerwerke Schweinfurt. Alliierte Jäger, die nicht in der Lage waren, über diese weite Distanz mit den Bombern mitzuhalten, waren gezwungen, umzukehren, bevor das Ziel erreicht war. Den größten Teil der 1500 Kilometer Strecke waren die Bomber auf sich allein gestellt. Und sie waren deshalb für die deutschen Jäger ein relativ leichtes Ziel. Major Walter Beckham, 18 Abschüsse. Ich schätze, dass bei unserem Angriff auf Schweinfurt 60 von unseren Bombern abgeschossen wurden. Jeder Bomber hatte 10 Mann Besatzung. Fast keiner von ihnen kam je wieder nach England zurück. Der Erfolg bei der Verteidigung des Luftraums von Schweinfurt gab der Luftwaffe neuen Mut. Die Hoffnung der deutschen Jagdflieger, die amerikanischen Terrorbomber überall von den wehrlosen Frauen und Kindern in den Städten fernhalten zu können, wäre ihr schönster Lohn gewesen. Johannes Mackie Steinhoff, 176 Abschüsse. Nach ihrem furchtbaren Angriff auf die Stadt Schweinfurt stoppten die Amerikaner jegliche Bombardierung für 3 volle Wochen. Und der amerikanische Kongress diskutierte darüber, ob die Bombardierung bei Tageslicht nicht generell gestoppt werden sollte. Die Amerikaner hatten schon 800 Mann verloren.
Wir glaubten fest daran, dass wir der Bombardierung und damit der Zerstörung deutscher Städte ein Ende machen können. Trotz schwerer Verluste beschlossen die Amerikaner, die Bomberangriffe bei Tageslicht fortzusetzen. Das Leben der Bomberbesatzungen hing nun von dem Können der jungen Jägerpiloten ab. Es ging mir schon sehr nahe, wenn ich mit ansehen musste, wie viele meiner Kameraden verwundet und schwer verletzt von Einsätzen zurückkamen. Da wird einem so richtig klar, dass man Menschenleben beschützt. Ich hatte einfach das Glück, dass sie mich in einen Jäger setzten. Ich glaube, ich hätte mich zu Tode gefürchtet, wenn ich einen Bomber hätte fliegen müssen. Die armen Jungs in ihren viermotorigen Bombern. Meine Hauptaufgabe im Zweiten Weltkrieg war es, die viermotorigen Bomber, die B-17 und die B-24, zu eskortieren. Es war ein herzzerreißender Anblick, als sie zurückkamen. Douglas Benham, Royal Air Force, 11 Abschüsse. Diese fliegenden Festungen zeigten Anzeichen von schweren Schäden. Sie waren nicht mehr in der Lage, die Formation zu halten, verloren an Höhe und kamen nicht nach. Wir überlegten uns, ob wir nicht 2 Spitfire rausschicken sollten, die sich dann um die Nachzügler kümmerten. Manchmal ergab sich die Gelegenheit, dass sich die Bomberbesatzungen persönlich bei ihrem Begleitschutz bedanken konnten. Just last week, one of my boys, speaking of all the Spitfires, came up to me and he said, Colonel, there's only one thing wrong with the Spitfires. Well, what's that? Well, he said, they don't fly close enough for me to kiss them. Die alliierte Luftkriegführung hatte aus der bitteren Lektion von Schweinfurt gelernt. Sie plante neue Strategien. Verschiedene Jagdstaffeln lösten sich nun in der Bomberbewachung ab. Dadurch konnte der Geleitschutz erheblich erweitert werden. Und durch das Mitführen von zusätzlichen, abwerfbaren Treibstoffbehältern konnte die Reichweite der P-47 Thunderbolt erheblich vergrößert werden. Als wir anfingen, Deutschland gezielt zu treffen, tat ihnen das wirklich weh. Thunderbolt-Pilot Francis Gabby Gabreski, mehr als 28 Abschüsse. Die P-47 war ein gutes Flugzeug. Sie war dafür konstruiert worden, Begleitschutz zu fliegen. Wir dachten, gegenüber den Bombern im Vorteil zu sein, doch es stellte sich bald heraus, dass dies ein Vorteil für die Bomber war. Denn wir konnten die deutschen Flugzeuge abschießen, wenn sie versuchten, die Bomber anzugreifen. Wir waren die einzige Fliegergruppe, die die Bomber bis an ihr Ziel bringen konnte. Es gab außerdem 4 oder 5 P-47-Jägergruppen, die die Bomber und auch die B-17 und die B-24 eskortierten. Da aber ihre Reichweite begrenzt war, übernahmen wir auf der Strecke die Bomber, brachten sie zu ihrem Ziel und auch wieder zurück. Unterwegs wurden sie wieder von den P-47 übernommen und nach Hause gebracht. Francis Gabreski from Pennsylvania joined the fight. In the same outfit was Indiana's Major Walker McGurran. Durch die vergrößerte Reichweite der Begleitjäger verbesserte sich der Schutz für die Bomber erheblich. Die Jagdflugzeuge auf beiden Seiten lieferten sich nach wie vor erbitterte Kämpfe über dem Himmel Deutschlands. Diese Kameraaufnahmen machte Gabby Gabreski während eines Einsatzes. Er schoss 2 Messerschmitts ab und war dabei so nah an den getroffenen Flugzeugen, dass er nur knapp einer Kollision entging. Aber sein Flugzeug wurde von Öl und Trümmern einer abstürzenden Messerschmitt getroffen. Ich befand mich im Tiefflug über Deutschland und unter mir flog eine 109 und mein Treibstoff ging zu Ende und ich musste zurückfliegen. Doch die 109 ließ mich nicht zurückfliegen, sie kam hinter mir her. Gerade in diesem Moment, als ich schon das Mündungsfeuer aus ihrem 22 mm Geschütz kommen sah, hörte ich eine Explosion hinter mir.
Sie hatte mir mein Ruder weggeschossen und meine Rückseite war zerrissen. Dadurch verlor mein Flugzeug an Geschwindigkeit und ich versuchte, auf Wolkenhöhe zu kommen. In eine Wolkenschicht, bevor die 109 noch einmal angriff. Ich flog dann so lange verborgen in der Wolkenschicht, bis ich die englische Küste erreichte. Ich hatte Angst. Und in dieser Nacht fand ich keinen Schlaf. Weil ich immer daran denken musste, was mir hätte passieren können. Die deutschen Kampfpiloten standen einer doppelten Bedrohung gegenüber. Den Geschützen beider Jägereskorten und den schwer bewaffneten Bombern. Fritz Losigkeit, Luftwaffe, 68 Abschüsse. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Kampf gegen die viermotorigen Bomber. Jede von ihnen hatte vier Maschinengewehre im Heck. Vier auf der Oberseite und noch zusätzlich vier an der Außenseite. Diese wurden alle zusammen abgefeuert. Und die drei Nachbarflugzeuge waren genauso ausgerüstet. Wenn man da hineingeriet, sah man nichts anderes mehr als Geschosse. Anfang 1944 wurde die strategische Luftmacht der Amerikaner furchteinflößend. Es gab wieder ein neues Flugzeug, das den Ausgang des Krieges verändern sollte. Die P-51 Mustang. Die P-51 Mustang verfügte über eine außergewöhnliche große Leistung und sie hatte eine enorme Reichweite. Man konnte mit ihr 8,5 Stunden lang in der Luft bleiben und fliegen. James Goodson, 15 Abschüsse. In einer P-51 führte Goodson den ersten Einsatz über Berlin an. Die P-51 war ein außergewöhnliches Flugzeug. Ich glaube, Göring bekam einen Schock, als er unsere rotnasigen Mustangs über Berlin sah. Es war nun möglich, die Bomber zu eskortieren und sie ausreichend zu beschützen. Der Luftkrieg war damit für Deutschland so gut wie verloren. Als die amerikanischen Bomber und Jäger den Luftkrieg in das Herz des Deutschen Reiches verlegten, schickte die Luftwaffe 2/3 ihrer Jagdflieger aus, um sie aufzuhalten. Der Himmel über Deutschland war die Bühne für eine riesige Luftschlacht. Massive Bombardierungen von Berlin erschütterten die Reichshauptstadt und führten zu einem wahren Inferno. Während der erbitterten Luftkämpfe über Berlin wurden viele Fliegerasse geboren, aber auch sehr viele getötet. Jack Ilfrey, 8 Abschüsse. Wir wurden von ungefähr 50 bis 60 deutschen Jägern angegriffen, aber ich konnte trotzdem einen guten Schuss auf eine Me-109 abgeben. Sie ging in Flammen auf. Genau in diesem Moment schrie mir ein Kamerad über Funk zu: Jack, pass auf, da ist einer unter dir und versucht dich zu rammen. Da streifte auch schon mein rechter Flügel über das Cockpit der Me-109 und riss dabei circa 1,50 Meter davon herunter. Das brachte mich dann ganz schön aus der Fassung. Ich sah nach unten und konnte den Schatten meines Flugzeuges sehen. Außerdem zog ich dicke, schwarze Rauchschwaden hinter mir her. Da wusste ich, dass mit meinem Flugzeug etwas nicht stimmte. Dann gab es plötzlich eine Explosion und Feuer brach aus. Genau zur gleichen Zeit funkte mich mein Gruppenführer an und sagte: Pass auf, Junge, du brennst. Da gab es nur eines. Ich bin sofort ausgestiegen. Auch unter den Piloten, die das Glück hatten, wieder nach Hause zu kommen, forderte der tägliche Kampf ums Überleben seinen Tribut. Am Ende eines Einsatzes kam ich nach Hause und stellte das Flugzeug ab. Ich war immer sehr müde, doch ich fand keine Ruhe. Es war eine nervöse Erschöpfung. Für die jungen Amerikaner gab es zwischen den Einsätzen jedoch Gelegenheit, sich zu entspannen und Dampf abzulassen. Für die deutschen Jagdflieger gab es diese Möglichkeit zur Erholung nicht.
Die Amerikaner wussten gar nicht, was es heißt, ausgepumpt zu sein. Sie waren ja nur für eine begrenzte Zeit im Einsatz und flogen dann nach Hause zurück. Die deutschen Piloten dagegen waren ständig im Einsatz. Ein Dienstrekord von 500 bis 600 Flügen bei den Amerikanern war für uns etwas völlig Normales. Den Winter 1944 musste Deutschland unter den gnadenlosen Angriffen der alliierten Mächte erleben. Die deutsche Luftwaffe war an ihre Grenzen bei der Verteidigung des Heimatlandes gestoßen. Diesen Vorteil nutzten die Bomberkommandos für sich. Tausende Bomber flogen, um deutsche Städte zu zerstören. Hans-Joachim Jabs, Luftwaffe, 50 Abschüsse. Während dieser Kriegsphase waren keine deutschen Jagdflugzeuge mehr in der Westfront stationiert. Sie waren nach Berlin zurückgerufen worden, um Berlin vor den feindlichen Angriffen der Amerikaner, die sie bei Tag durchführten, zu beschützen. Die deutsche Gegenwehr war heftig und die Verluste waren auf beiden Seiten schwer. Die Tageslichtangriffe waren eine schlimme Erfahrung für die Männer in den Bombern. Aber noch qualvoller war es für die vielen hilflosen Menschen in den Luftschutzkellern. Es war schon erschütternd, mit ansehen zu müssen, wie die Bomber in den schwarzen Flakwolken verschwanden. Ich wusste ja, dass 10 Mann in jedem dieser Bomber waren. Und ich dagegen saß ganz alleine in meinem Jäger und konnte jederzeit ausweichen oder abdrehen. Aber die Bomber dagegen konnten es nicht. Sie mussten auf ihrem Kurs bleiben und ihre Bomben abwerfen. Immer wenn ich mitbekam, dass ein großer Bomber runterging, fühlte ich mich schrecklich. Denn ich wusste ja, in jedem Einzelnen sind 10 Männer und ich sah eine Menge runtergehen. Im Frühling 1944 hatten die Alliierten die Luftherrschaft über Deutschland übernommen. Die Zahl der Bomber und Jäger am Himmel über Deutschland nahm stetig zu und zwang die Luftwaffe zu Boden. Die Amerikaner wären auch in der Lage gewesen, 100 oder 120 Staffeln zum Schutz ihrer viermotorigen Bomber zu schicken. Wir dagegen verfügten über höchstens 20 bis 30 Staffeln. Es kam sehr selten vor, dass das Verhältnis stimmte. Meistens waren sie uns überlegen und ihre Begleitjäger waren gut. Und das bedeutete dann Luftüberlegenheit. Und das hieß, dass es keine Möglichkeit zum Weiterfliegen für diese armen Hunde gab. Die Deutschen hatten immer noch sehr gute Piloten und produzierten genauso viele Flugzeuge wie am Anfang. Aber um diese fliegen zu können, gab es wiederum zu wenig Piloten. Günther Rall, Luftwaffe, 275 Abschüsse. Mein letzter Einsatz mit Feindberührung war am 12. Mai 1944. Ich war im Zweikampf mit einem großen amerikanischen Jäger, einem Thunderbolt. Und ich hatte Erfolg. Ich konnte ihn abschießen. Doch dann, plötzlich, wurde ich in einer Höhe von 8000 Metern gejagt. Mein Flugzeug wurde total zusammengeschossen und mir wurde der Daumen abgeschossen. Ich musste aussteigen. General Adolf Galland, Luftwaffe, 104 Abschüsse. Göring regte sich in dieser Zeit über den angeblichen Mangel an Tapferkeit bei den deutschen Kampfpiloten auf. Er beschimpfte die Jägerpiloten und sagte, dass sie ihre Auszeichnungen nicht verdient hätten. Als ich das hörte, war ich sehr wütend. Ich riss mir die Auszeichnung vom Kragen und knallte sie auf den Tisch. Im späten Frühling 1944 war die deutsche Luftwaffe am Ende. Und die wichtigen Industriezentren in Deutschland lagen in Schutt und Asche. Das schlimmste Kriegserlebnis, das ich hatte, war die Bombardierung der Heimatstadt meiner Frau Magdeburg. Magdeburg war ein flammendes Inferno. Ich flog darüber und wusste, dass da unten meine Familie war. Es war ein entsetzliches Erlebnis. Als ich die Zerstörung der deutschen Städte sah, wurde mir klar, dass Deutschland mit dieser großen Verwüstung am Boden den Krieg nicht gewinnen würde. Wir kämpften nur noch, um das Leben unserer Frauen und Kinder in den vielen Luftschutzkellern zu schützen.
Der Preis für die Luftüberlegenheit war hoch. 40.000 alliierte Flieger starben bei Kämpfen am Himmel über Europa. Doch das waren nicht die einzigen Verluste. Circa 1 Million Zivilisten fielen dem als Kriegsverbrechen geächteten Bombenkrieg zum Opfer. Und dieser Preis war noch viel, viel höher.